Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Update begrüßen. Update Kapitalmärkte, Rezession und Bullenmarkt, so war unser Titel am 24.04. Heute haben wir den 8.05. Es hat sich nicht viel geändert. Die Märkte, wenn wir von den US-Technologiewerten mal absehen, befinden sich in einer relativ großen Seitwärtsspanne. Und wir wollen nun auf die wichtigsten Faktoren schauen. Insbesondere natürlich auch auf die Themen eingehen, die aus der Anlegerperspektive strategisch interessant sind, respektive auch Probleme, die vielleicht momentan übersehen werden. Wir blicken zunächst auf die Marktbewegungen der entsprechenden Vermögensklassen. Der blaue Balken zeigt Ihnen die Entwicklung in den letzten 4 Wochen an. Der graue Balken die Entwicklung seit Jahresbeginn. Sie können schon sehen, die letzten 4 Wochen haben sich sehr positiv dargestellt. Insgesamt kann man sagen, nach dem historisch schlechten März haben wir eine sehr starke Erholung gesehen, dementsprechend im April. Aber wenn wir das mal seit Jahresbeginn noch betrachten, dann die Aktienmärkte natürlich hier immer noch im Minus, -13%, wenn wir das Ganze hier uns auf globaler Basis für den MSCI World entsprechend betrachten. Auf der anderen Seite, Sie können es schon sehen, die Schwellenländeraktien haben sich deutlich schlechter geschlagen und das auch insgesamt ein Thema, was wir auch wieder sehen. Die US-Aktien laufen deutlich besser als der Rest. Auch Technologie trägt dieses Thema natürlich sehr stark mit und von daher stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit diese Divergenzen der Aktienmärkte hier auch in der Zukunft ein großes Thema sind. Die Kollegin sagt mir gerade, man sieht nur mich und nicht die Folien. Das ist natürlich schlecht. Also von daher, damit Sie nicht nur mein hübsches Antlitz haben, sondern auch entsprechend die Folien. Hier nochmal die Vermögenspreise dargestellt. Wie gesagt, der blaue Balken die letzten 4 Wochen. Die grauen Balken jeweils die Entwicklung seit Jahresbeginn. Spektakulär natürlich die Entwicklung bei den Ölpreisen, die sich auf die breiten Rohstoffindizes auch entsprechend niederschlagen. Das wiederum sehr wichtig für die Inflationsdaten, das sehen wir später noch. Gold hat seiner Rolle als sicherer Hafen entsprechend hier Genüge getan. Der Aufschlag seit Jahresbeginn knapp 12%. Auch die Anleihen, wenn man das Ganze auf globaler Ebene betrachtet, sehen Sie auch einen Aufschlag von roundabout 5%. Das heißt, was wir im Abschwung gesehen haben in dieser Woche des Ausverkaufs Ende März, als Aktien gefallen sind, als Staatsanleihen gefallen sind, als Gold abgegeben hat, das hat sich wieder normalisiert. Unsere Erwartung war damals, dass diese Normalisierung kommen wird und dass Gold und Anleihen ihren Diversifikations- und Risikostreuungscharakter im Portfolio auch entsprechend demonstrieren werden und von daher natürlich auch erfreulich zu sehen, dass sich das entsprechend so manifestiert hat. Wenn wir weitergehen, dann blicken wir auf die Renditen. Sie kennen das alle aus den letzten Wochen. Das sind jeweils in blau dargestellt die Renditen zum 1.1. des Kalenderjahres. In grau dann dargestellt die Renditen immer auf Indexebene gerechnet per 20.3. so ein bisschen als Krisenphase und dann die aktuellen Renditen hier in rot dargestellt mit den Schlusskursen von gestern. Und wir haben das stark kommentiert, dass wir nicht glauben, dass Hochzinsanleihen der Eurozone bei 3% eine adäquate Vergütung für das übernommene Risiko sind. In diesem Corona-Crash und dieser Illiquiditätsphase haben wir dann gesehen, dass die Kurse bei Hochzinsanleihen stark gefallen sind. Europäische Hochzinsanleihen mit stärkeren Abschlägen als der globale Aktienmarkt, was auch mal wieder zeigt, dass im Rahmen der Portfoliokonstruktion nicht nur auf Aktien und Anleihen abzustellen ist, sondern die jeweiligen Charakteristika der konkreten Vermögensklasse respektive der Subvermögensklasse auch im Detail zu betrachten sind. Die Renditen kamen zurück. Das war ja auch unsere Erwartung, wie wir sie im März kommuniziert haben. Mein Best Guess war so Richtung 4, 4,5%. Jetzt sind wir bei 5,5. Also die Richtung stimmt schon mal. Interessant, auch das ja vielleicht nochmal im Rückblick, insbesondere Euro-Unternehmensanleihen, also wo sie ein besseres Bonitätsspektrum abbilden. Auch da haben wir gesehen diesen Renditeanstieg von 0,7 auf 2%. Also die Renditen haben sich fast verdreifacht, was spiegelbildlich mit Kursverlusten natürlich einherging. Das haben viele Anleger gesehen bei ihren Rentenfonds, in den rentenlastigen Teilen ihrer Vermögensverwaltungsstrategien, teilweise auch bei den Mischfonds hat man das stark gesehen, weil man eben auch feststellen konnte, wie stark sich der eine oder andere hat das Risiko drücken lassen. Und ich glaube, insbesondere auf der Rentenseite hat es dafür einige doch ein paar Überraschungen gegeben.
Die Renditen kamen wieder zurück, Sie können es schon hier sehen, von 2 auf 1,3%, spiegelbildlich dementsprechend natürlich auch Kursgewinn. Und das war ja ein Thema, was wir gesehen haben, Unternehmensanleihen hier auch in den Fokus zu nehmen, hier Positionen aufzubauen, weil eben dann die Risikoprämien auch deutlich attraktiver waren als zu Beginn diesen Jahres. Und hier sieht man eben auch entsprechende Kursgewinne. Grundsätzlich bleibe ich dabei, man sollte sich auf der Anleihenseite nicht zu sehr ins Risiko drücken lassen, so attraktiv vielleicht auch Renditen auf der Hochzinsanleihe optisch sein mögen. Ich glaube, sie reflektieren immer noch nicht ausreichend, vor allem nach dem gesunkenen Renditen, das Risiko. Wenn man hier Konjunkturabhängigkeit im Portfolio schaffen möchte, sind vielleicht dann eher Aktien mit defensiven Charakteristika besser geeignet. Also eben lieber im Qualitätssegment, im Aktien positionieren als im Ramsch-Segment oder im schwierigeren Segment, was die Bonitätseinstufung betrifft, auf der Anleihenseite. Wenn wir uns den Aktienmarkt im Zeitablauf anschauen, insbesondere auch die Faktoren, dann sehen wir das hier seit im Beginn des Jahres nochmal dargestellt und da sehen Sie eben auch diese Divergenz. Der Aktienmarkt ist eben nicht homogen, sondern Sie sehen Momentum, wo Sektoren oder Aktien danach gewichtet werden, wie sie sich im Trend, im Momentum entwickelt haben. Das war der stärkste Faktor. Aktien mit defensiven Qualitäten haben sich auch deutlich besser geschlagen mit einem Abschlag von minus 10 in Relation eben zum breiten Markt. Und auch das muss man sagen, was vor der Corona-Krise nicht gelaufen ist, also Substanztitel mit niedriger Bewertung, die sind auch jetzt in der Krise nicht und auch in der Erholung schwächer gelaufen. Das Thema Small Caps, auch das schwächer gelaufen hier dementsprechend. Also diese beiden Prämien, von denen man sehr, sehr langfristig Überrenditen erwarten darf, eben Small Cap Prämie und auch Value Prämie, das hat sich hier jetzt in der jüngsten Vergangenheit nicht wirklich positiv gezeigt und hat auch im längerfristigen Kontext tendenziell eher eine relative schwächere Tendenz gezeigt im Vergleich zum breiten Markt. Und wenn Sie dann mal die Divergenzen betrachten zwischen Momentum, wo Sie minus 5 haben und eben Value, wo Sie minus 23 haben, dann ist es doch eine sehr hohe Spreizung. Und das macht nochmal umso deutlicher, dass es nicht nur darum geht, wie hoch die Aktienquote in Prozent ist, sondern wirklich auch, wie die Charakteristika des Aktienportfolios sich hier dementsprechend auch darstellt. Wenn wir uns das nochmal anschauen, auch in einer Welt, in der die Fundamentaldaten, die ich Ihnen gleich mitgebracht habe, wenig Orientierung bietet, schauen viele Marktteilnehmer auf die Markttechnik. Hier wird jetzt mal das Thema Fibonacci Retracements dargestellt. Und da sieht man im Endeffekt natürlich hier diesen massiven Abverkauf. Und dann sieht man hier im Endeffekt, um wie viel Prozent hat sich der Markt denn schon erholt. Und da sehen Sie eben, vom Tief hat der Markt rund 38% der Abwärtsbewegung hier entsprechend wieder aufgeholt, ist jetzt so ein bisschen seit einigen Tagen so eine Seitwärtsrange und natürlich wird man genau beobachten, ob der Markt diese Range eher nach oben verlässt, respektive ob er da die nach unten verlässt. Ich glaube, viele Marktteilnehmer schauen momentan stärker auf die Technik in Ermangelung der fundamentalen Faktoren. Und jetzt behalten Sie mal diese 38,2% Erholung im Kopf, das ist der Euro Stoxx 50 und das gleiche Bild mal mitgebracht für die Technologietitel entsprechend hier in den USA dargestellt, also der Nasdaq, und da sehen Sie schon entsprechend, hier sind die eben gesehenen 38% und der Nasdaq hat jetzt schon fast rund 80% der Abwärtsbewegung wieder kompensiert und das zeigt nochmal sehr, sehr deutlich, wie heterogen die Entwicklungen am Aktienmarkt auch sind. Und das zeigt auch nochmal deutlich, warum der Fokus auf die Charakteristika innerhalb der Aktienquote des Portfolios ein wesentliches Thema auch darstellt. Auch hier gilt, die Marktteilnehmer schauen entsprechend, natürlich momentan entsprechend auf technische Indikatoren. Gold noch kurz auch dargestellt, Gold mit einer sehr positiven Tendenz, die begann ja auch schon 2019. Da hat der Goldpreis sich sehr stark im Zusammenhang damit entwickelt, mit dem Volumen an Anleihen, die negativ verzinst sind. Und jetzt sehen wir entsprechend auch hier, Gold konnte auch in dieser Phase sich gut entwickeln. Man liest momentan in vielen Publikationen, dass Goldquoten aufgestockt werden, dass man Gold als Währung für sich genommen betrachtet, dass natürlich Gold steigen muss,
aufgrund der Ausweitung der monetären Basis, also der Überschussliquidität. Und dementsprechend sehen wir hier Gold dargestellt, physisches Gold in diesem Türkisblau, die Goldminen in Orange. Und da sehen Sie schon in dieser Phase, die Goldminen hatten den Hebel auf den Goldpreis. Das ist nicht immer so. Manchmal koppelt es sich auch davon ab. Von daher, Gold und Goldminen sind schon leicht unterschiedliche Funktionen im Depot. Physisches Gold in Form von Unzen, eher dieser Stabilisierer, und Goldminen haben halt so einen Hebel auf die Goldentwicklung, aber da kann man nie ganz sicher sein. Von daher, als Diversifizierer, zumindest kurzfristig, das physische Gold wahrscheinlich besser geeignet als die Goldminen, aber Goldminen können natürlich im Rahmen einer taktischen Übergewichtung von Gold natürlich eine gewisse Rolle spielen. Also von daher kann man beide Vermögensklassen betrachten. Was Silber angeht, hier sieht man, klar, wir haben so gesehen ein Edelmetall, wir haben eine lange monetäre Historie, aber momentan scheint die industrielle Komponente von Silber hier zu überwiegen. Also Silber kommt da nicht so richtig mit, wenn man das mal auch seit der Finanzkrise insgesamt betrachtet, die Entwicklung von Gold und Silber. Also von daher, das zeigt schon, dass Gold unter dem Kontext einer Währung sich da deutlich besser dargestellt hat, als es das Silber in der Vergangenheit tun konnte. Wenn wir auf die Bewertungen schauen, dann blicken wir zunächst mal auf einen Überblick auf Basis der Länderindizes. Sie können das hier sehen, das jeweils gerechnet mit nicht mit den historischen Gewinnen, sondern mit den erwarteten Gewinnen auf 12-Monats-Sicht. Und Sie sehen mal hier den US-Markt mit 21,03 als sogenanntes Forward-KGV. Im historischen Kontext, die blaue Linie oder der blaue Balken zeigt, wo wir heute stehen. Die roten Punkte sind jeweils der Höchststand auf Sicht von 20 Jahren. Die gelben Punkte sind der Durchschnitt, der grüne Punkt sind jeweils die günstigsten Bewertungen auf diesen langen Zeitraum. Und da sehen Sie schon, der US-Markt ist relativ teuer in der Relation. Auch der Markt der Schweiz ist relativ teuer. Warum? Naja, die Schweizer Unternehmen, die großen Unternehmen, das sind eben die defensiven Geschäftsmodelle wie der Nahrungsmittelhersteller Nestle, wie natürlich auch Pharmakonzerne und ähnliches. Und dementsprechend diese Charakteristika, diese defensiven Themen, die sich im Schweizer Aktienmarkt abbilden, die sorgen eben dafür, dass wir auch hohe Bewertungen haben, weil natürlich auch diese Unternehmen sehr stark gesucht waren. Teilweise wurden sie auch als Zinsersatz kommuniziert und genutzt, was ich sehr schwierig finde. Aber diese defensiven Charakteristika sind eben gefragt. Dementsprechend billigt man diesen Unternehmen höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse zu, und das zeigt sich hier. Im Gegensatz dazu natürlich der deutsche Markt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 14,65%. Hier zeigt sich die deutlich stärkere zyklische Komponente des deutschen Aktienmarktes. Denken Sie an Chemie, denken Sie an Maschinenbau, denken Sie an den Automobilhersteller. Also von daher, auch hier sehen Sie wieder, losgelöst von den Charakteristika, die wir vorhin gesehen haben, wie Value, Momentum oder geringe Volatilität, zeigen auch die Länderindizes, dass eben die unterschiedliche Branchenzusammensetzung hier wiederum auch diese Charakteristika abbildet und dementsprechend auch sich hier der Kreis, finde ich, sehr, sehr schön schließt. Von daher, ich bin niemand, der in regionalen Indizes denkt, sondern immer in Charakteristika, und ob Sie das dann über Branchen abdecken oder über Faktorprämien oder über aktive Ansätze, die versuchen, diese Faktorprämien zu ergänzen, indem sie nochmal gezielt Einzeltitel selektieren. Das muss man jeweils in der Umsetzung berücksichtigen. Aber grundsätzlich denke, dieses Denken in Charakteristika und nicht in Indexständen ist, glaube ich, jedem klar geworden. Wir haben momentan eine Phase, in der die Unternehmen sagen, eigentlich wissen wir gar nicht genau, wie es weitergeht. Die Ergebnisse sind je nach Branche 70% gefallen, teilweise 90% gefallen. Teilweise sagt man, wir haben überhaupt keine Guidance für die Zukunft. Und was wollen Sie dann machen mit Kennzahlen, die beispielsweise sagen, naja, wir schauen uns das Kurs-Gewinn-Verhältnis an. Da geht ja, wie der Name sagt, der aktuelle Gewinn oder eben der geschätzte Gewinn ein. Das ist schwierig, weil der historische Gewinn, den können die Unternehmen natürlich nicht halten. Der geschätzte Gewinn auf Basis der Analystenschätzung ist auch schwierig. Und deswegen sind auch viele Kennzahlen, wo zum Beispiel diese Determinanten eingehen, wie die Gewinnrendite, die nichts anderes darstellt als die Umkehrung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Und da sehen Sie eben, ja, die Gewinnrendite dementsprechend, das ist hier ein kleiner Ausreißer, die Zahl hier unten ist bitte korrekt, die liegt momentan für den US-Markt bei 4,8%. Wenn Sie das im historischen Kontext betrachten,
sehen Sie schon, der Markt war deutlich teurer, kam gemessen daran jetzt zurück, aber wie gesagt, die Kennzahl im aktuellen Umfeld natürlich zu hinterfragen, weil eben die Gewinne, die hier eingehen, die historischen Gewinne sind, hier im konkreten Beispiel die Analystenschätzung, und die sind, wie eben dargestellt, mit einer Unsicherheit behaftet. Und diese Thematik der Schwierigkeit der Einordnung, das gilt momentan für viele Indizes, das gilt für einen Buffett-Indikator, wo Sie die Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes in Relation zur Wirtschaftsleistung setzen. Warum? Weil die Unternehmen in den USA, denken Sie an Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix und Co., die sind halt heute noch viel, viel globaler, als das vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war. Also ist die Relation zur US-Wirtschaft natürlich auch, die nimmt ab. Wenn Sie Substanzwertkennzahlen nehmen wie Tobin's Q, wo Sie die Buchwerte in Relation setzen, dann muss man auch sich die Frage stellen, inwieweit ist da denn viel Goodwill durch Unternehmensaufkäufe in den Bilanzen mit drin, inwieweit haben wir unterschiedliche, vielleicht auch mittlerweile Bilanzierungsstandards im Zeitablauf. Also unheimlich viele Fragestellungen, die es den Anlegern sehr schwer machen, hier auf klassische Indikatoren der Bewertung und auch der Relation zurückzugreifen. Dementsprechend schaut man natürlich auch auf andere Indikatoren, man schaut auf Indikatoren, die versuchen, sogenannte Cross-Asset, also vermögensklassenübergreifende Themen abzubilden. Und da sehen wir schon hier das Gold oder das Kupfer-Gold-Ratio. Klar, Kupfer ist ein Industriemetall, hängt auch sehr stark an der Entwicklung in China, hat eine hohe Korrelation auch zu den Einkaufsmanager-Indizes, und Gold eben dagegen das Edelmetall, keine Bedeutung in der Industrie, tendenziell auch ein Fluchthafen natürlich oder ein Investment, was Anleger suchen, wenn sie Inflation und Instabilität fürchten. Also ein ganz guter Indikator, und Sie sehen schon, den haben wir an der linken Skala dargestellt, und an der rechten Skala sehen wir entsprechend die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, und dann passt es auch wieder ganz gut zusammen. Die Renditen der Staatsanleihen kamen ordentlich nach unten, das Kupfer-Gold-Ratio geht auch nach unten, und da ist dann natürlich spannend zu sehen, werden sich die Einkaufsmanager-Indizes in den nächsten Wochen, Monaten stabilisieren, drehen die wieder nach oben? Wird das bestätigt von einem Gold-Kupfer-Ratio? Wird das davon bestätigt, dass die Renditen für US-Staatsanleihen vielleicht nach oben gehen? Also das sind Themen, auf die man vielleicht momentan schauen kann, um in dieser Phase, wo der Blick nach vorne doch sehr, sehr stark eingenebelt ist, nicht nur auf einzelne Indikatoren zu schauen, sondern verschiedene Indikatoren, verschiedene Bestätigungen zu bekommen, um dementsprechend ein Gefühl dafür zu bekommen, wo entwickelt sich die Wirtschaft hin und was macht insbesondere natürlich auch das Konsumentenvertrauen im Rahmen dieser Wirtschaft. Es gibt momentan vielfältige Probleme. Man spricht zwar über Programme der Regierung, man spricht über Stützung der Staaten, man spricht über Notenbankinterventionen, aber hier mal eine Grafik mitgebracht, die Ihnen an der linken Skala zeigt, den nach Wirtschaftsleistung gewichteten Zins auf der Notenbankebene, da sehen Sie schon, der kam hier massivst zurück, also Geld wird billiger, der Preis des Geldes hat sich jetzt auch stark reduziert, wir haben überall massive Zinssenkungen nochmal gesehen, wo es möglich war, massiv natürlich immer in Relation zu dem Ausgangsniveau, und an der rechten Skala sehen wir die globalen Lending Standards, also die Kreditvergabestandards, und da sehen Sie, die Kreditvergabe wird strenger, was man den Banken natürlich nicht verübeln kann. Wenn Sie sich die Konjunkturerwartungen anschauen, wenn Sie sich die Probleme der Lieferketten anschauen, würden Sie momentan sagen, Sie möchten mehr oder weniger Prüfungen vornehmen, wenn Sie Kredite vergeben. Und das ist natürlich so ein bisschen, was gegensätzlich wirkt. Auf der einen Seite ist Geld günstig, auf der anderen Seite bekommt nicht jeder Kredit. Man muss natürlich prüfen, und das wird noch ein Thema sein, glaube ich, was wir in der Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden. Alles unter diesem Stichwort Transmissionsprozess. Eben, was kommt dann wirklich in der Wirtschaft an? Dementsprechend die Kreditvergabe, die muss man entsprechend hier im Blick halten in den nächsten Monaten, weil es wird ein Indikator natürlich auch sein, auch für die wirtschaftliche Aktivität und auch für das Ausmaß, wie die Wirtschaftsobjekte, sowohl Unternehmen als auch natürlich hier private Haushalte, die Zukunft einschätzen. Inflation nach der offiziellen Lesart, die mit vielen Problemen behaftet ist, ist der Warenkorb korrekt zusammengesetzt, ist die Messung richtig, müsste man nicht auch Vermögenspreise mit einbeziehen und, müsste man nicht eigentlich sagen, Inflation ist immer dann, wenn die Geldmenge stärker steigt als die Wirtschaftsleistung. Sie können viel diskutieren, die offizielle
Definition der Inflation ist eben, wie sie definiert ist und das mal dargestellt für die Eurozone. Sie sehen schon, dieser massive Rückgang der Energiepreise gekoppelt mit auch natürlich disinflationären Effekten des Corona-Schocks und der nachlassenden wirtschaftlichen Aktivität wirkt erstmal sehr stark disinflationär. Also das ist der Grund dafür, warum Sie immer mal Schlagzeilen finden mit dem Stichwort deflationärer Schock. Und die Kerninflationsrate, bei der diese schwankungsreichen Themen Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak außen vor sind, auch da sehen Sie, die bewegt sich nach unten. Auch auf der Produzentenpreisebene sehen wir momentan kein großes Inflationsthema. Also Inflation nach der offiziellen Lesart kein großes Thema. Das macht es Notenbanken natürlich einfach, entsprechend ihre Geldpolitik zu begründen. Und das auf der anderen Seite natürlich eine negative Nachricht für all diejenigen, die hoffen, mal wieder mit Sparguthaben eine Verzinsung zu erhalten. Ursache und Wirkung im strategischen Big Picture, das nochmal dargestellt, das kennen Sie im Zeitablauf. Wir reden über das Thema monetäre Verwässerung. Jetzt haben wir hier diese großen Thema Corona. Wir reden über neue Geldpolitik. Wir reden über die Staatsfinanzierung durch die Notenbanken. Wir reden teilweise über direkte Staatsfinanzierung, über indirekte Staatsfinanzierung. Und dementsprechend Ihr Augenmerk richten Sie bitte auf dieses obere Thema monetäre Verwässerung. Das ist genau das, was wir entsprechend sehen. Wir haben eine Politisierung der Notenbanken. Die müssen halt auch zum Teil das kompensieren, was der Corona-Schock, dieser bewusste Tiefschlaf der Wirtschaft hier natürlich an Folgen verursacht. Wir haben eine Staatsfinanzierung durch die Notenpresse. Wir sehen die Übernahme von Staatsschulden durch die Notenbanken, indem man Staatsschulden in Form von Anleihen auf die Bilanz nimmt und dementsprechend hier monetäre Repression, monetäre Manipulation sind große Themen. Und das heißt natürlich auch, das Niedrigzinsumfeld, das scheint erstmal auf anhaltende Zeitdauer hier entsprechend auch das Gebot der Stunde zu sein. Und vielleicht auch ja das etwas, was die Kapitalmärkte schon zeigen. Aktien steigen, Anleihen steigen, Gold steigen. Normalerweise würde man ja nicht erwarten, dass alles gemeinsam steigt. Vielleicht ist das ein Ergebnis schon dessen, was man entsprechend sieht. Ob jetzt der Flucht in die Sachwerte die einzige Lösung ist, da bin ich skeptisch. Insgesamt kann man ja sagen, dass Timing hier sehr schwierig ist, von daher die Orientierung an der strategischen Vermögensstruktur ist mit Sicherheit sowohl aktuell als auch grundsätzlich das Gebot der Stunde. Gefühlt scheint es so zu sein, dass die meisten Marktteilnehmer aktuell nochmal darauf warten, dass die Kurse im Sommer deutlich zurückkommen, dass man im Sommer dann erst sieht, wie groß die Schäden in der Wirtschaft sind und dass man dann auch nochmal Rückgänge am Aktienmarkt entsprechend hat. Ob es so kommt, ob dieses Sell in May and go away and don't forget to come back in September auch dieses Jahr so sein wird, wir werden es sehen. Grundsätzlich müssen wir uns immer klar machen, Aktienmärkte steigen ungefähr zu 70-75% der Zeit. In der anderen Zeit fallen sie eben. Meistens geht es langsamer hoch und sehr schnell wieder runter. Also ich glaube, die Gesetzmäßigkeiten, die ändern sich da nicht großartig, nur die Erklärung und die Geschichten, die man eben braucht, um das zu begründen, die variieren natürlich im Zeitablauf. Aber wenn wir mal die Tagesbewegung außen vor lassen, dann ist das Thema monetäre Verbesserung, glaube ich, im Big Picture der vernünftige Leitrahmen. Diskussionsbedarf natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was Sie hier sehen, hier mal die Pressemitteilung dargestellt. Auch das haben Sie natürlich verfolgt. Sie wissen, da gab es eine Verfassungsbeschwerde gegen die Staatsanleiheaufkaufprogramme, weil man sagt, okay, das ist im Endeffekt hier natürlich nicht angemessen. Bundesregierung und Deutscher Bundestag haben sich auch nicht ausreichend informiert. Also auch da wird es noch viel Diskussionen geben. Es wird weitere Klagen geben, die sich auf aktuelle Programme beziehen, weil man sieht ja auch insbesondere auch, dass im aktuellen Urteil natürlich die aktuellen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise waren nicht Gegenstand der Entscheidung. Also da wird es auch noch mal Klagen geben. Insgesamt aktuell das Ganze auf den Ankauf von Staatsanleihen bezogen, Unternehmensanleihen und Ähnliches aktuell da nicht enthalten. Aber diese Diskussion, was ist ordnungspolitisch korrekt, was ist nicht korrekt, ich denke, die wird uns auf Dauer beschäftigen. Ich glaube, am Ende des Tages wird man da vieles im rechtlichen Rahmen und an der technischen Durchführung der Programme so anpassen, dass es dann doch wieder verfassungsmäßig sauber dasteht. Zumindest sauber in dem Sinne, dass man eben die Maßnahmen legitimieren kann. Von daher, ordnungspolitisch
vieles schwierig, gesellschaftspolitisch manches notwendig. Da gibt es doch einige Fragen, die für den Anleger durchaus beachtenswert sind, weil natürlich es einen großen Unterschied macht, ob Sie eine Marktwirtschaft haben bei Anleihen oder ob Sie einen Sozialismus durch die Notenbanken haben, weil das hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Höhe der Risikoprämie. Es wird viel diskutiert, das wissen Sie, in Zeiten, wo finanzielle Repression nicht funktioniert, weil die Inflation für diese Repression zu niedrig ist, die Realzinsen jüngst ja wieder gestiegen durch die gefallenen Inflationsraten. Da muss man überlegen, wie kann man Schulden zurückführen. Vermögensabgabe wird diskutiert, typisch deutsch. Witzigerweise, die Länder wie beispielsweise Italien haben ein höheres Privatvermögen als wir in Deutschland. Deutschland steht in Sachen Staatsverschuldung besser da, aber Deutschland diskutiert über eine Vermögensabgabe für die privaten Haushalte und die Länder, die die höheren Schulden haben, die diskutieren es nicht. Also da gibt es viele Themen, die werden noch viel, viel Diskussionsstoff bieten. Die werden auch die Politik natürlich in einer gewissen Weise beeinflussen. Also ich glaube, das Thema Steuern, sowohl auf der Ertragsebene als auch auf der Substanzebene, denken Sie an Erbschafts- und Schenkungssteuern, das wird uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen und wird natürlich auch viel Raum bieten im Rahmen der Vermögensstrukturierung im generationsübergreifenden Kontext innerhalb der Familie, entsprechend hier vernünftige Maßnahmen vorzunehmen. Was immer gilt, gilt auch heute. Sie brauchen eine Klarheit auf Anlegerseite. Warum lege ich überhaupt Geld an, wenn ich nur den Wert meines Vermögens nominal bewahren möchte, also dass 100 Euro 100 Euro bleiben? Dann ist es halt etwas anderes, als wenn ich sage, ich möchte mein Vermögen unter der Inflationsthematik schützen. Ja, jetzt Inflation ist kein Thema. Vielleicht haben wir aber auch in den nächsten Jahren eine Inflationsrate von 3 oder 4%. Und dann kann man natürlich nicht warten, bis die Inflation steigt, um sich dann mit Inflationsschutz zu beschäftigen und dann Gelder aus Anleihen, aus Versicherungen oder vom Konto umzuschichten. Das sind Fragestellungen, mit denen man sich bereits heute beschäftigen muss. Will ich regelmäßig Kapital entnehmen, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung im aktuellen Zinsumfeld, weil die laufenden Erträge niedrig sind und ohne sichere Leitzinsen haben wir sowieso immer nur Renditen, die sich aus Risikoprämien zusammensetzen. Deswegen alles, was eine Zins- und Renditeerwartung oberhalb der Nulllinie hat, das ist eine Vergütung für übernommene Risiken, sei es am Anleihemarkt als Fremdkapitalgeber, sei es am Aktienmarkt, weil sich als Mitunternehmer hier positionieren. Und das muss klar sein. Von daher, überall, wo die Erträge oberhalb der Null sind, gibt es eine Prämie für das Risiko. Und diese Risikoprämie kann sich natürlich im Zeitablauf sowohl positiv als auch negativ entwickeln. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wäre ich mal meinen Ausführungen zu Ende, die natürlich auch darauf aufsetzen, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten dargestellt haben. Ich kann jetzt nicht mehr auf jedes Thema detailliert eingehen. Etwas Basiswissen setze ich da voraus, weil sonst einfach der zeitliche Rahmen hier gesprengt wird. An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich stehe natürlich gerne mit meinem Team für Rückfragen zur Verfügung und ich würde nun die Aufzeichnung beenden, damit Sie über die Chatfunktion entsprechend hier Fragen positionieren können.